Heute ist es wieder soweit, ich will eine von den Fragen beantworten. Das muss ich, glaube ich, kurz erklären, denn diejenigen, die mir noch nicht lange folgen, die werden das System noch nicht ganz verstanden haben. Über diese App Telonym kannst du mir Fragen stellen. Und zwar anonym Fragen stellen. Und normalerweise beantworte ich die dann mit so ein, zwei Sätzen, manchmal sogar drei, vier Sätzen. Und dann stelle ich die auf meinem Insta-Kanal in die Stories. Das heißt, du stellst mir eine Frage und kriegst recht schnell dann auch die Antwort darauf. Allerdings gibt es manchmal Fragen, die kann man nicht mit zwei, drei Sätzen beantworten. Da muss man ein bisschen mehr zu sagen oder sind ein bisschen komplizierter. Und die beantworte ich dann hier auf dem YouTube-Kanal. Und das ist heute wieder mal soweit. Ich hoffe, dass du das ein bisschen verstanden hast. Ansonsten frag gerne nach, dann erkläre ich das nochmal, wie das genau funktioniert. Telonym, Instagram, YouTube. Heute geht es um eine Frage, die sehr spannend ist. Eine Frage, die ich eigentlich sehr oft höre, auf die es aber keine perfekte Antwort gibt. Die Frage lautet: Wie werde ich glücklich im Leben? Spannend, oder? Und ich habe ein bisschen überlegt, ich habe ein bisschen nachgedacht, deswegen ist diese Frage auch schon ein bisschen älter, weil die wirklich nicht so ganz leicht zu beantworten ist. Denn was ist denn Glück? Was verstehst du unter Glück? Was willst du erreichen? Was ist das Glück, was du erreichen möchtest? Geht es darum, einfach nur Glück zu erleben? Also immer nur einzelne Glücksmomente zu haben, die etwas Besonderes sind? Also zum Beispiel dauerhaft im Lotto zu gewinnen oder sowas? Da ist die Antwort ganz einfach, sorry, kann ich dir nicht beantworten. Weiß ich nicht. Ich bin kein guter Mathematiker, dass ich dir erklären könnte, wie man da genau die richtige Taktik hat, um möglichst viel Glück zu haben und zu gewinnen oder so. Aber ich glaube, das meinst du auch gar nicht. Denn du willst ja konkrete Tipps haben und wahrscheinlich geht es eher so in die Richtung, wie erlebe ich, dass in meinem Leben mal alles gut läuft? Wie erlebe ich, dass in meinem Leben mal kein Stress da ist? Und da kann ich dir eine Antwort drauf geben. Allerdings ist die erste Antwort wahrscheinlich die du gar nicht hören willst. Die Antwort lautet nämlich, sorry, gar nicht. Das ist Fakt. Das ist der Punkt. Unsere Welt ist eine Welt, in der Gutes und Schlechtes gleichzeitig passiert. Also überall da, wo was Gutes passiert, passiert auch gleichzeitig was Schlechtes. Die Frage ist nur, was kriegst du mit? Und das ist das, was dich wiederum beeinflusst. Manchmal kenne ich Menschen, die kommen zu mir und die sind völlig schockiert, weil irgendjemand krank geworden ist, irgendjemand Krebs hat, irgendjemand ganz schlimme Phasen im Leben erlebt. Aber Fakt ist, und das ist der wichtige Punkt, den du dir merken musst, sowas passiert andauernd und immer. Andauernd ist irgendjemand krank. Andauernd erlebt irgendjemand gerade eine schlechte Phase. Und das ist auch in deinem Leben so. Andauernd kannst du erleben, wie in deinem Leben gerade etwas nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Das ist normal. Das ist der Verlauf der Welt. Nun gibt es allerdings auch, wie soll ich sagen, Wege, ja, Wege daraus. Also am Ende geht es ja um deinen Kopf, um deine Gedanken, um das, was in deinen Gedanken ist, um das, wie du deine Welt um dich herum wahrnimmst, um das, was in deiner Welt gerade so für dich wichtig ist. Es geht um das, was man heutzutage ganz modern als Mindset bezeichnet. Was ist also los in deinem Kopf? Was prägt dich? Was bewegt dich? Nun, ich bin Pastor, ich kenne mich so ein bisschen in der Bibel aus und ich habe eine uralte Schrift gefunden. Eine Schrift, die ist tausende von Jahren alt. Das ist ein Buch, das ist in der Bibel drin und das heißt Kohelet. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig. In moderneren Übersetzungen steht dann da als Bezeichnung Prediger. Aber Prediger finde ich so ein bisschen schwierig. Ich bin Prediger, ich predige regelmäßig. Und das, was da steht, das ist keine Predigt. Also das könnte ich eigentlich sonntags in der Kirche, in der Gemeinde niemals so erzählen. Die Leute, die würden sagen, Alter, hast du sie noch alle? Denn da geht es um einen Mann, der hat versucht, das Beste im Leben zu erreichen, Glücksmomente ohne Ende zu erreichen. Und der hat alles ausprobiert. Gut, er hatte Geld ohne Ende. Aber das ist gar nicht das Wichtige für ihn gewesen. Wichtig für ihn war, er hat alles probiert. Er ist unterwegs gewesen, er hat sich einen Garten angelegt, er hat sich Frauen gesucht, er hat Essen genossen und alles Mögliche probiert. Und am Ende hat er festgestellt, das ist alles vergänglich. Alles verschwindet irgendwann. Diese Welt dreht sich und dreht sich unabhängig von uns Menschen. Und alles, was in dieser Welt passiert, das passiert immer und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und das Gute passiert und das Schlechte passiert. Und wir Menschen, wir können daran eigentlich kaum was ändern. Das liest sich und das klingt erstmal ziemlich depressiv. Das klingt erstmal sehr, sehr resignierend, als wenn da jemand sagt, boah, ich kann ja eh nichts machen, das ist alles blöd. Aber genau darum geht's nicht. Denn dieser Kohelet, dieser Prediger, der stellt am Ende fest, dass es um was ganz Wichtiges geht, nämlich um die Erkenntnis, wahres Glück kommt von innen. Wahres Glück hängt nicht mit deinen äußeren Umständen zusammen. Wahres Glück hängt nicht damit zusammen, wie viel Geld du hast. Wahres Glück hängt nicht damit zusammen, wie viele Freunde du hast.
Wahres Glück hängt nicht damit zusammen, wie beliebt du bist, was du besitzt, was für ein Auto du fährst, was für einen Job du hast. Wahres Glück hängt mit deiner inneren Einstellung zum Leben zusammen. Also damit, ob du dein Leben, so wie es gerade ist, so wie du jetzt heute gerade lebst, genießen kannst oder nicht. Und das ist der Punkt. Du kannst in deinem Leben nicht alles verändern. Manche äußere Umstände, wie zum Beispiel Krankheiten oder deine Eltern oder deine Freunde, die so manchmal ganz anders sind, als du das dir vorstellst, das kannst du nicht verändern. Du kannst sie aber akzeptieren. Und wenn du sie akzeptierst, wirst du feststellen, dass es dir dann plötzlich viel, viel besser geht. Denn du kannst die Momente, die du hast, genießen. Der Prediger, der Kohelet, der schreibt dazu in der Bibel: Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass wir Menschen in dem kurzen Leben, das Gott uns zugemessen hat, nichts Besseres tun können als essen und trinken und es uns wohl sein lassen bei aller Mühe, die wir haben. Zieh dir das mal rein. Das sind ganz einfache Dinge. Essen und Trinken, das hat jeder Mensch in unserem Land. Und wir können es uns gut gehen lassen mit Essen und Trinken, mit dem, was wir gerade haben. Du brauchst kein Kaviar, du brauchst nicht das Allerbeste. Genieß das, was du hast. Und du wirst feststellen, wie du dankbar dafür bist, dass sich in deinem Kopf etwas verändert. Einen Satz will ich dir noch dazu mitgeben. Glück hängt nicht damit zusammen, dass du immer lächelst. Ich will sogar noch weitergehen und sagen, Menschen, die immer lächeln, die sind mir ziemlich unsympathisch. Man kann nicht immer lächeln. Manchmal geht es einem richtig schlecht. Das ist okay. Lass das zu. Manchmal ist man wütend. Manchmal ist man zornig. Manchmal möchte man einfach nur weinen. Das ist okay. Lass das zu. Und dann nimm dir wieder was zu essen und zu trinken und genieß das. Genieß das, was du hast. Sei dankbar für das, was du hast. Sei dankbar für das, was du kannst. Schreib dir auf, was du genießen kannst, was du alles geschenkt bekommen hast, wie reich du eigentlich bist. Und du wirst feststellen, dass du glücklicher wirst. Ich meine, das sind nur so ein paar Gedanken vom Kleinpastor aus dem Dorf. Wahrscheinlich gibt es auf YouTube noch ganz viele andere, die dir psychologische Tricks geben können und ganz viel sagen können. Aber das ist das, was ich in der Bibel zu deiner Frage finde. Wie werde ich glücklich im Leben? Ich lese es noch einmal kurz vor. Wir können nichts Besseres tun als essen und trinken und es uns wohl sein lassen. Genieß deinen Abend. Ciao.